Ja, es ist eigentlich warm zum Skifahren. Die Skikanonen arbeiten bekanntlich noch nicht. Aber natürlich, es ist zu kalt für eine Demonstration. Ja, können wir nichts machen. Lustiges aus der Welt und weniger Lustiges. Also der erfolgreichste Steuerhinterzieher der letzten 20 Jahre, ein gewisser Jean-Claude Juncker, der ist jetzt der Mr. Europa. Ja, endlich haben die ersten Parlamentsabgeordneten aufgestanden und Misstrauen ausgesprochen. Die Abstimmung ist, glaube ich, in 2-3 Tagen. Natürlich sind das keine Sozialdemokraten, sind das keine Grüne, sind die äußerste Rechte, die eigentlich gegen diesen Mann protestieren. Ja, es ist, mag lustig sein, vielleicht nicht. Ja, was gibt's Neues in Amerika? Vor einer Stunde hat der amerikanische Verteidigungsminister Demission ausgelegt. Naja, anscheinend weiß das amerikanische Machtzentrum nicht, was sie tun soll. Natürlich, sie kennt vieles in Bezug auf ISIS, in Bezug auf Ebola, in Bezug auf Ukraine, aber die Linke weiß nicht, was die Rechte will. So, was daraus wird in Washington, ist unklar. Angeblich denkt man über eine Frau als Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. Wäre eine Premiere. Alle Damen hier, gratuliere, gratuliere. Es ist ein Zeichen des Vertrauens. Ja, in der Ukraine, in der Ostukraine, haben die Leute weniger zu lachen. In den heutigen ZDF-Nachrichten um 5 Uhr hat man sogar einen Bericht gemacht über die Lage in Donetsk und Lugansk. Und die Frauen dort waren natürlich in Todesangst. Die Städte werden täglich beschossen von der Artillerie, von den Raketen. Das ist schon Fortschritt, dass überhaupt im deutschen Fernsehen so ein Bericht überhaupt auftaucht. Aber man hat nicht deutlich gesagt, wer schießt die Raketen, wem gehört die Artillerie, die auf diese zwei Großstädte schießt, nämlich natürlich der Ukraine. Aber immerhin, wir sind schon auf dem besten Weg. Sogar in der Kronenzeitung habe ich gestern einen, naja, Leserbrief, sehr lang, gelesen, dass die europäischen Politiker die ukrainische Regierung nie kritisieren, und das ist alles richtig, was sie machen, und natürlich, was die Russen machen, ist alles schlecht. Dass sowas überhaupt abgedruckt wird in der Krone-Zeitung, naja, alle Achtung, alle Achtung. Also, die Leute in der Ukraine werden nicht sehr schöne Weihnachten haben, wie bei uns da vor dem Rathaus. Auch in den Teilen der Ukraine, wo nicht gekämpft wird, herrscht eigentlich eine totale Anarchie. Zum Beispiel vor 3 Tagen haben ca. 150 bewaffnete Männer ohne Abzeichen die Raffinerie in Odessa besetzt, und der Direktor der Raffinerie hat natürlich, ja, was könnte er sonst machen? Ja, der hat sich irgendwie irritiert, aber gezeigt, ja gut, es geht nicht anders. Also gut, 150 Bewaffnete haben meine Raffinerie besetzt. Die gehören zu Bataillon Dnieper 1 und 2. Das sind Privatarmee von Kolomoyski. Das ist der Mann, der ist eigentlich Gouverneur von Dnipropetrovsk und gleichzeitig Minderheitsbesitzer von dieser Raffinerie. Anscheinend hat er irgendeinen Streit mit dem anderen Besitzer, und so hat er 150 Bewaffnete. Die sind bis heute da. Die Arbeiter planen irgendwelche Proteste gegen diese 150 Mann. Ja. In anderen Teilen von Ukraine ist es natürlich ungemütlich kalt, weil das Geld fehlt.
Ukraine verkauft die letzten Goldreserven, aber natürlich wird Europa jetzt zahlen und zahlt schon, dass die Ukraine überhaupt nicht verhungert und dass sie überhaupt heizen kann. Die Situation an der Front, das ist ungefähr wie bei Verdun im Jahre 1916. Also das ist, die Front ist sehr stabil, die sind alle eingegraben. Ob das natürlich für Winter gut ist und stabil, glaube ich nicht. Also ich persönlich erwarte eine Offensive in wenigen Tagen. Es ist gut für die Leute in diesen zwei Großstädten. Die werden täglich beschossen. Das seit 4-5 Monaten. Also wenn die Front 150 Kilometer weiter westlich geht, dann kann die ukrainische Armee natürlich nicht Raketen und Artillerie verwenden. Tja, aber Gott sei Dank gibt es auch noch Österreich, nicht nur diese schlimmen Nachrichten, sondern es gibt auch Lustiges hier im Parlament. Du glückliches Österreich, heirate. Wie ist das auf Lateinisch? Wer kann das noch? Jawohl, jawohl. Ja, in diesem Fall ist das keine Heirat, es ist eine Scheidung. Auf Österreichisch. Ja, ja. Der Stronach. Gut, sagen wir es so. Man muss es tolerieren, dass ein Herr Strohsack, wenn er nach 60 Jahren mit Milliarden in seine alte Heimat kommt, dann will er natürlich zeigen, was er alles erreicht hat, und er erwartet, dass alle salutieren. Und wenn einige nicht artig genug salutieren, dann weg mit ihnen und der nächste kommt. Ja, aber ehrlich gesagt, hat der Stronach wirklich, sag mal so, Schaden der Österreich angerichtet? Ja, nicht. Erstens einmal, das Ganze ist eine Operette. Zweitens, er hat doch einige Millionen hier investiert. Also er hat natürlich Prospekte drucken lassen und alle seine Mitarbeiter bestochen. Na, das kostet Geld. Na? Also das Geld ist gekommen nach Österreich in Form von dieser Bestechung, von diesen Aufträgen. Gut. Ist das wirklich so schädlich, was der Stronach gemacht hat? Eigentlich nicht. Ne? Hätte man nicht den Stronach gewählt, müsste man die SPÖ wählen. Das viel besser ist, weiß ich nicht. Ich habe unlängst gelesen, die SPÖ hat jetzt 200.000 aktive Mitglieder, also zahlende 200.000. Und 360.000 nicht zahlende Pensionisten, die sind auch Mitglieder. Das ist eine Pensionistenpartei. Es ist höchst an der Zeit, dass jemand wirklich eine Bewegung gründet, die sozial ist, wie es einmal Sozialdemokraten oder Kommunisten waren. Okay, aber natürlich aktiv und keine Pensionisten. Ja, wollen wir hoffen. Okay, ich danke euch, dass ihr da seid, und hoffe, dass es weitergeht. Okay, danke.